Moin. Ja, muss man mal drüber reden. Es gibt auch hin und wieder auch mal was von Schalke zu erzählen, ne? Mikroran, komm mal her. Komm. Komm. Salif Sané. Ja, jetzt, eigentlich war er ja einer der Kandidaten, die Schalke verlassen sollen. Aufgrund des hohen Gehalts, 3 Mille oder so, ne? Zweite Liga, bisschen happig. Aber jetzt versucht man daran zu arbeiten, dass man das Gehalt für ihn anpasst und ihm dafür einen längeren Vertrag gibt. Normalerweise fände ich das eine geile Sache, weil der ist einfach gut. Kann man nicht so sagen, ne? Salif Sané, Kopfball stark und so. Aber verletzt sich auch sehr oft. Seit 2018, ne, warte. Doch, 7-mal verletzt seit 2018 und fiel für insgesamt 45 Partien aus. Ich habe die Nachricht gerade von Buzz04 bekommen. Dieser kleinen, niedlichen, schönen Applikation fürs Mobile Phone. Sagen wir mal so, aber wie hier geschrieben steht, ja, Salif Sané könnte neben Martin, wie auch immer, Kaminski und Maličiću auflaufen und würde dann mit dieser Dreierkette wohl vom Namen her zur besten oder eine der oder die beste Abwehrreihe in der zweiten Liga sein. Ich mache mir nur Sorgen wegen der Verletzung, denn es geht ja noch ein bisschen ruppiger zu in der zweiten als in der ersten, aber er ist natürlich auch eine Kante, ne? Also der kann schon. Der kann schon richtig dagegen halten. Ja, das wollte ich eigentlich nur, ne, kurz loswerden. Jetzt spielt ja gleich Schweden gegen die Slowakei. Hammer. Top-Spiel. ob ich da jetzt gleich live gehe, weiß ich nicht. Aber ich würde mal sagen, auf jeden Fall um 18 Uhr heute, wenn ihr dazu Bock habt. Spielt bestimmt auch irgendeiner über, ne? Und dann heute Abend ist dann, glaube ich, England-Schottland. Das wird natürlich speziell. Okay, dann schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr meint. Soll Sané bleiben? Soll er nicht bleiben? Macht es Sinn? Macht es keinen Sinn? Ihnen also einen längeren Vertrag zu geben, also eine Einkommenssicherheit für ihn, aber mit einer geringeren Nummer, sodass das also für uns auch tragbar ist in der zweiten Liga. Oder soll man lieber sagen, boah, ne, weißt du. Okay, so, ich drücke hier drauf auf den Knopf und sag, bis später, Peter. Den Rest kannst du in der Pfeife rauchen.